Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hard Edge. In der letzten Folge haben wir eine E-Mail gefunden, die irgendwas von An- und Aus- und Sequenz gefaselt hat und haben uns dann dementsprechend aufgemacht, das passende Rätsel zu diesem zu finden, sind dann aber doch auf etwas anderes gestoßen, welches wir anscheinend vorher machen müssen. Wir mussten diese Statuen hier nämlich ein wenig verschieben, um endlich die Codekarte B kriegen zu können. Jene können wir nun an, ich glaube, 3-4 Türen verwenden und werden dann wahrscheinlich dementsprechend zu diesem Rätsel kommen können. Also ich dachte halt irgendwie, ich habe jetzt ein Rätsel übersehen. Aber nein, ich muss erstmal natürlich die Codekarte B finden und das habe ich jetzt getan. Dementsprechend können wir hier diese Heizung aufmachen, die anscheinend eine Tür sein soll, und können da jetzt mal reingehen. Nee, das ist kein Speicherpunkt, ne? Das ist einfach, ja, die Rückseite dieser Tür. Alles klar. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht wieder. Ich würde mal sagen, ich versuche das mal, weil das hier krass aussieht. Die automatische Tür hat keinen Strom. Ich muss das Betriebspult zur Steuerung der Hauptversorgung finden. Okay. Dann gehe ich mal hier rein. Ja, und wir haben in der letzten Folge auch herausgefunden, dass es so einen Spezialmove gibt und den kann ich, so sieht es jedenfalls aus, so oft verwenden, wie ich mag. Da liegen einige alte Zeitschriften und ein Brettspiel. Okay. Ich habe eine erste Hilfetablette gefunden. Ja, geil. Ich habe eine erste... Schon wieder? Das ist ziemlich heftig. Moment, was? Ihr wollt mich verarschen, oder? Sammelt die immer dieselbe auf und legt sie dann wieder hin? Alter! Dort wurden einige Teller und Pfannen aufbewahrt. Da lagen jetzt einfach mal vier, fünf fucking Erste-Hilfe-Tabletten, Mann. Die dachten sich auch so, ja, der wird ja sicherlich nicht 100-mal auf dieselbe Stelle klicken, ne? Ja, falsch gedacht. What the fuck? Ich glaube, ich werde in diesem Spiel nicht verrecken. Gefüllt mit Fertiggerichten. Oh, geil. Meine Lieblingsgerichte. Kann ich kochen und benutze ständig die Mikrowelle. So sieht es nämlich aus. Ich meine, sie sind ja auch überwiegend lecker und sind schnell gemacht, ne? Man hat ja auch nicht immer Zeit oder Lust, sich... Lol, ist ja gerade gespawnt in der Luft. Man hat ja auch nicht immer Zeit und Lust, irgendwas zu machen, ne? Aber ja... Wenn man dann erstmal richtig irgendwie im Restaurant oder so gegessen hat, so das Ganze frisch serviert bekommt, merkt man erstmal, wie scheiße diese Fertiggerichte eigentlich schmecken. Also, ich esse ja schon seit Jahren Fertiggerichten und so, ne, und tiefgekühltes und kann gut damit leben, aber ich war halt, ich finde hier so viel Zeug, ey. Ich war halt einem halben Jahr oder so, da gab es so ein vierjähriges oder zehnjähriges Bestehen. Es gab auf jeden Fall so ein Bestehen im Hotel. Weiß jetzt nicht, welches Bestehen sie da gefeiert haben. So ein Betriebsbestehen, und da wurde meine Mutter halt eingeladen und ich durfte mitgehen und wir haben da eben halt draußen gegessen, wurden da halt bekocht halt vom Restaurant, und das Essen war sehr, sehr frisch, und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie geil das eigentlich so schmeckt. Wenn man nicht die ganze... wie geil das ist, wenn man nicht die ganze Zeit tiefgekühlt ist oder so isst. Aber kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Auf dem Boden liegt ein Stück Papier. Okay. Oh. Ja, ziemlich kleines Stück Papier. Eine mysteriöse Entführung. Ist ein Monster auf der Jagd? 18. Dezember. Strich, Strich. Wir schreiben das Jahr Strich, Strich. Die Viehzehn, genau. Die 14-jährige Rachel Howard, die einzige Tochter von Professor Kevin Howard, wurde am 8. Dezember vor dem Haus der Howards-Familie entführt. Professor Howard ist der Leiter der Raumentwicklungsabteilung der Maschinerie Gear, doch Inc. Die Identität des Entführers ist noch nicht bekannt, aber Zeugen beschrieben ihn als kräftig gebaut. Der Mann war kahl rasiert und war zur Tatzeit mit einem Tarnanzug
Was? War zur Tatzeit mit einem Tarnanzug Tarnanzug bekleidet. Ich bin nicht bescheuert, oder? Das steht da echt zweimal. Okay. Der Tarnanzug Tarnanzug, wer kennt ihn nicht? Bisher unbestätigt blieben die zahlreichen fantastisch klingenden Berichte, nach denen einer der Entführer 3 Meter groß sein soll. Andere Quellen behaupten, dass Professor Kevin Howard ebenfalls vermisst wird. Okay, jetzt nochmal für mich kurz lesen. Okay, ja, eine Entführung und keiner weiß, wer es ist und einige behaupten, der sei 3 Meter groß. Ja, vielleicht war es ein Monster. Zeitungsausschnitt gefunden. Gefunden und mitgenommen. Schätzungsweise. Okay, ja. Ich habe eine erste Hilfetafel. Das ist so lächerlich. Ich habe eine erste Hilfetafel. Natürlich habe ich jetzt auch die dritte erste Hilfetablette gefunden. Wow, das ist... Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Da liegt eine zu einem Ball zusammengeknautschte Decke. Dieses Zimmer sieht so aus, als ob es häufig benutzt würde. Okay. Ja, nein, nicht nochmal. Och nee, ich kann das doch nicht so schnell wegklicken. Aber naja, sicher ist sicher, ne? Man findet ja hier so viel Zeug. Da klicke ich dann lieber nochmal drauf. Beziehungsweise könnte ja auch was anderes gemeint sein. Vielleicht ein Spind für die, die über Nacht bleiben. Ist aber leer. Ja, offensichtlich ist hier gerade keiner über Nacht geblieben. War ich da schon dran? Unter dem Regal sind Ziehspuren. Kann ich das ziehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, geht's da hoch? Hier sind Betten für ein kleines Nickerchen. Ja, gut. Da könnte noch was Notizmäßiges liegen. Nein. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Da, das Bild wollte ich haben. Komm schon. Klick das da an. Natürlich. Das, was nach Zeitung aussieht, ist keine Zeitung. Und das, was nach dem Bett aussieht, beherbergt einen Zeitungsartikel. Gott, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Zumal man da auch wirklich richtig paranoid wird. Man denkt ja, überall könnte irgendwas so... Oh! Könnte irgendwas liegen. Habe ich jetzt Schaden? Ach, so sieht's aus. Ich füge mir damit selber Schaden zu. Alles klar. Hier geht's also darum, ob ich den massiven Schaden des Gegners einkassieren lassen soll. Kassieren lassen soll. Oder mir selber minimal Schaden zufüge, um den eigentlichen Schaden nicht abkriegen zu müssen. Es ist abgeschlossen. Ja gut, das kann ich ja in Kauf nehmen bei so vielen Heildingern. Da kann ich mich schon selber minimal verletzen. Dementsprechend ist dieses Spiel wohl nichts für Emos. Lololol, nein, Spaß. Aber ja, Leute, verstümmelt euch bitte nicht selber. Das ist nicht cool. Macht das auch für keine anderen Menschen. Das ist doof. Ja gut, dann... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt in diesem Raum war. Bestimmt locker 10 Minuten. Da würde ich mal sagen, speichern wir hier. Ja, genau, das ist ein Speicherpunkt. Mann. Das ist ja Wahnsinn, was man hier alles einsammeln kann, ey. Vor allem immer an einer Stelle, ja? Da liegen einfach mal 4, 5 Tabletten rum, ey. Sowas hätte mal bei Resident Evil passieren müssen. 5 Kräuter an einer Stelle. Okay, Moment. War das jetzt alles? Ich kann hier speichern. Da kam ich her. Da war ich drinne. Und das funktioniert nicht. Ja, ich glaube, das war alles. Also habe ich jetzt im Grunde nur gelernt, dass da jemand entführt wurde. Von einem möglichen Monster. Okay. Das ist ja von innen verriegelt. Ich schätze, das muss ich dann von der anderen Seite logischerweise mit der Codekarte öffnen und kann dann da quasi immer abkürzen. Genau. Codekarte verwendet. Okay. Hallöchen. Bam. Das ist auch cool hier, so dieser Hochhaushintergrund.
Oh, fuck, da ist eine Mine. Ah, nein, what the fuck? Ich kann nicht über die Mine rennen. Gut, dann heile ich mich halt. Deswegen gibt es so viele davon, die heilen dich nicht komplett. Ach Mist, egal. Kann man ruhig mal machen. Das war jetzt der erste richtig böse Schaden, den ich kassiert habe. Zu dunkel, um weiterzugehen. Wohl besser, jetzt umzukehren. Okay. Auch nicht schlecht. wo bin ich jetzt? Ah, wieder die falsche Taste. Da. Okay. Die lassen einen da echt nicht weitergehen, ne? Ich meine, man könnte es ja riskieren und dann halt verrecken. Dann hast du halt selber Scheiße gebaut. Aber nein, man darf ja anscheinend gar nichts riskieren. Na gut. Ich glaube, eine Tür gab's noch. Die wir... Wo wir die Codekarte B gebraucht haben. Hoffentlich finde ich die jetzt auch so halbwegs auf Anhieb. Mal gucken. Ah ja, genau, das war das, genau, ich glaube, das war hier, ne, bei diesem komischen Computerraum, wo ich kurzzeitig dachte, ich müsste tatsächlich den Knopf zur richtigen Zeit drücken. Genau, hier war das. Alles klar, ja, das müsste dann die letzte Tür sein. Sprich, die sollte mir jetzt im besten Fall irgendwas bringen. Öffne mal. Da steht ein Netzwerkcomputer. Lol. Ist das etwa eine Mischung aus Vegeta und Dr. Wily aus Mega Man? Was zum Himmels Willen war das? Und wieso tanzt du jetzt? Ist, war das jetzt alles? Download-Vorgang läuft. Download-Vorgang abgeschlossen. Okay, ich musste da echt nochmal raufdrücken. Hinweis! Weihnachtsfeier! Ja, das passt ja minimal. Datum, Uhrzeit, 24. Dezember ab 19 Uhr. Ort, Hauptgebäude, 26. Etage. Sicherheitsbestimmungen, schätzungsweise. Das, der eine Buchstabe wurde zensiert, möchte nicht erkannt werden. Wenden Sie sich bezüglich der Sicherheitsvorschriften an die Verwaltungsabteilung. Abteilung für Weltraumentwicklung. Komitee für Unfallverhütung, eine Unfallverhütung, eine während der Entwicklung des Garland-Systems ausgelöste Explosion hat die Terminplanung um 6 Monate nach hinten verschoben. Dadurch wurden nicht nur die Kosten um 37% erhöht, sondern zusätzlich unser Ruf geschädigt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, innerhalb der Abteilung, Alter, diese Buchstaben, ein Komitee für Unfallverhütung ins Leben zu rufen, um weitere Unfälle zu vermeiden. Okay, nochmal. Also die hatten einen, ja, da ist was in die Luft gegangen, war verbuggt gewesen und deswegen haben sie das jetzt gegründet. Okay, gut. Oder auch nicht. Also ist der Zugriff nicht notwendig. Moment, das hat gar keinen Sinn ergeben. Woher willst du denn wissen, dass nichts Neues drauf ist, wenn du nicht darauf zugreifst? Du kannst doch erst wissen, ob es was Neues gibt, wenn du darauf zugegriffen hast. Oder du bist halt Jesus und kannst Gedanken lesen. Auch die Gedanken der Computer, das könnte natürlich auch sein. Okay. Das ist jetzt ziemlich behindert, weil ich habe im Grunde nur Informationen bekommen und nicht irgendwie einen Schlüssel oder so. Momentan bräuchte ich ja ein Feuerzeug oder sowas ähnliches. Vielleicht muss ich diese Berichte aber auch sammeln, um irgendwie weiterkommen zu können. Weiß ich nicht. Was mache ich? Was genau mache ich jetzt? War ich jetzt überall? Bahnhof. Ich schätze, ich sollte mich nochmal um die Eckpunkte bemühen. Das
Das heißt, wir gehen jetzt da nach links und dann irgendwie hier rein erstmal. Karten lesen war ja noch nie meine Stärke. Jetzt einfach den Gang entlang. Genau. In der Hoffnung, dass wir da eine Codekarte brauchen. Ja, okay, gut, dann habe ich doch noch eine Tür vergessen, mehr oder weniger. Alles klar. Hoffentlich ist hier jetzt irgendwas Brauchbares dabei. Oh, what the fuck. Du bist einfach nur da. Okay, das heißt, du greifst mich... Sind das... Ist das vielleicht diese Frequenz von... Sind das die Lampen, von denen gesprochen wurde? Ich würde ja dann mal im besten Fall... Verfolgst du mich? Nein. Ja, gut. Ich hätte sonst versucht, wirklich das irgendwie zu aktivieren oder so. Es hat kein Zahlenschloss. Viereck-Taste. Geben Sie eine Nummer ein. Was? Lol. Okay. Ich schätze, die 15 ist richtig. Was? Soll ich überall 15 rauskriegen oder was? Wahrscheinlich bei den roten Stellen, ne? Okay, Moment. Ich glaube, das ist machbar. Nee, oder auch nicht. Wieso? Wieso ist das jetzt eine 7? Achso, das ist die Summe der drei Zahlen, ne? 4, 9 sind 13, 14, 15, alles klar. Das heißt, dass ich im Grunde hier, aber... Das ist ja doof, das verändert sich ja alles. Da muss ich ja kreuz und quer denken, okay. Moment. Und die Frage ist, wie kriege ich denn die öfter weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, ich tippe einfach so lange, bis ich alles richtig habe. Also an sich verstehe ich es ja schon, ne? Nur, ich muss ja da... Wow. Okay, Moment. Kann ich immer nur einmal die 1 haben? Ich kann anscheinend jede Zahl nur einmal verwenden, okay? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Alter Verwalter. Ja, okay, sprich, wenn ich jede Zahl nur einmal verwenden kann, könnte ich ja im Grunde erstmal Folgendes machen. Genau, das macht's auf jeden Fall einfacher. Ich glaube, das sah schon vorher so aus, ich habe das nur dann unmöglich überlastet. Okay, so, damit kann ich arbeiten, ja. Erstmal, also wir nehmen jetzt mal die 1, die 9 und die 5. So, okay. Als nächstes könnten wir die 2 nehmen, die 8. Jetzt bräuchte ich aber wieder eine 5. Die 9 kann ich nicht nehmen. Also machen wir da eine 3 draus und machen hier eine 4 hin. Okay. Jetzt habe ich noch die 2. Die 4 geht nicht, die 5 geht nicht, die 6. Und jetzt brauche ich... Welche Zahl habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 7 kann ich noch nehmen. Okay. Wie ich jetzt die unteren auch auf 15 kriegen soll, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich das nicht einfach so lassen? Fertig? Ja. Ich meine, rechts sind ja die Farben da. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse es jetzt einfach erstmal so stehen. What the fuck? Ein heftig... Oh, shit.
Da liegt irgendwas. Ach nee, das ist auch eine Mine. Ein heftiges mathematisches Rätsel. Auch nicht schlecht. Okay. Erste-Hilfe-Tube gefunden. Lass mich raten, das sind doch... Ja, natürlich sind da gleich mehrere Erste-Hilfe-Tuben. Wieso kann ich die nicht gleich einfach alle gleichzeitig kriegen? Erste-Hilfe-Tube mal 3 gefunden. Nein. Lieber... Kann ich nicht bekämpfen? Okay, das geht. Die sahen halt nur so bedrohlich aus, deswegen habe ich das nicht versucht. Da klingelt das Handy. Ja. What the fuck? Alter, dieses Rätsel gerade, ne? Ich hoffe, die erwarten nicht wirklich von mir, dass ich da überall 15 hinkriege. Naja, notfalls kann ich das ja immer noch googeln. Da geht's rein. Zwischensequenz, eigentlich ist die Folge ja um. Verdammt! Hätte ich mal die Folge vorher beendet. Lol. Hey! You over there! Help me! Please! Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Hard Edge. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir dem Barkeeper irgendwie helfen können, ne? Und ob wir dieses mathematisch hochtragende Rätsel irgendwann noch lösen müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ohne Spaß, ich mach einfach fucking Screenshot von irgendeinem YouTube-Video, ey. Ich hab's versucht, ja. Ich kann mir das auch irgendwie nicht vorstellen, dass man da überall 15 rauskriegen kann. Aber gut, vielleicht bin ich ja, wie gesagt, an der Stelle einfach ein bisschen inkompetent, würde ich jetzt nicht sagen. Ein bisschen unbeholfen vielleicht. Naja. Und ich habe auch nicht so wirklich Bock drauf, auf so ein mathematisches Rätsel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.